Oman Air fliege ich in 13 Stunden von München über Muscat nach Bangkok. Über der Osttürkei geht die Sonne hinter tief verschneiten Bergen unter. Am nächsten Morgen lande ich dann um 7 Uhr in der Hauptstadt von Thailand. Wie vor 5 Jahren wohne ich wieder im Bangkok House, einem alten Teak House in einem ruhigen Wohnviertel. Das Doppelzimmer mit Dusche am Gang kostet in dem Billighotel nicht einmal 9 Euro. Da am Sonntag am Königspalast lange Schlangen stehen, gehe ich stattdessen zum Wat Pho. Die Gläubigen applizieren kleine Blattgoldstückchen auf den Buddha-Figuren. Die Hauptattraktion ist aber der 45 Meter lange, vergoldete, ruhende Buddha. Die liegende Figur symbolisiert Buddha bei seinem Eingang ins Nirvana. An den Fußsohlen stellen 108 Tafeln aus Perlmutt die Tugenden eines wahren Buddhisten dar. Das im 17. Jahrhundert gegründete Kloster ist älter als die Stadt Bangkok selbst. Die weitläufige Anlage umfasst 8 Hektar und unzählige Tempel und Schreine. Gegen Abend besuche ich Wat Saket und den Golden Mount. Der Golden Mount ist ein Ende des 18. Jahrhunderts aufgeschütteter künstlicher Hügel. Auf der obersten Terrasse des Chedi findet ein Tempelfest statt. Nach 2 Tagen in Bangkok fahre ich weiter in 70 Kilometer nördlich gelegene Ayutthaya. Das dritte Klasse-Ticket von Hua Lamphong, dem Hauptbahnhof von Bangkok, kostet keine 50 Cent. Ayutthaya wurde 1351 gegründet und profitierte von dem expandierenden Handel zwischen China und Indien. 400 goldene Jahre kamen 1767 zu einem abrupten Ende, als die Burmesen die Stadt angriffen und völlig zerstörten. Daraufhin kam General Thaksin an die Macht und die Hauptstadt wurde nach Bangkok verlegt. Als erstes besuche ich den 1427 erbauten Wat Ratburana mit seinem eindrucksvollen Prang. Er wurde durch das Hochwasser 2011 stark in Mitleidenschaft gezogen und wird derzeit mit deutschen Geldern renoviert. Gegenüber liegt der 1374 erbaute Wat Phra Mahathat, der so etwas wie der Inbegriff der verblassten Macht Ayutthayas ist. Durch den Rama Park mit seinen Teichen und Reihern gehe ich weiter zum Wat Prasserie Sampet. Der Wat Prasserie Sampet mit seinen 3 Chedis war einer der größten und schönsten Tempel in Ayutthaya. Dementsprechend überlaufen ist auch der 1448 erbaute königliche Tempel. Das kann man von der 1894 erbauten Residenz von Kun Pen
nicht behaupten. Daher nutze ich das traditionelle Holzgebäude zu einer kurzen Rast. Hauptsehenswürdigkeit des Wat Lokaya Sutaram ist die 40 Meter lange und 8 Meter hohe liegende Buddha-Statue. Nachdem das Kloster abgebrannt war, ruht jetzt die Figur aus Ziegeln und Mörtel unter freiem Himmel. Mein letzter Stopp auf der Insel ist der 1593 erbaute Wat Warachetaram. Dann gehe ich 3 Kilometer auf die andere Seite des Flusses zum Wat Jaivatanaram, was in der Mittagshitze ein besonderes Vergnügen ist. Die große Anlage im Khmer-Stil wurde 1690 als Residenz des Königs erbaut. Letzter Stopp meiner Tour durch Ayutthaya ist der moderne Wat Puttasarvan. Doch im hinteren Teil verstecken sich auch ältere Bauten und Statuen. Dann nehme ich die Fähre über den Chao-Phraya zurück auf die Insel. Zum Sonnenuntergang gehe ich zur 1580 erbauten Bompet-Festung. Am nächsten Tag fahre ich mit der Bahn weiter ins 60 Kilometer nördlich gelegene Lopburi. Lopburi ist eine der am längsten besiedelten Städte Thailands und seit dem 7. Jahrhundert Zentrum des Mon-Reichs. Der Wat Prasri Ratana Mahathat aus dem 12. Jahrhundert war früher das größte Kloster der Stadt. Der Palast von König Narai wurde 1656 nach Entwürfen französischer und italienischer Architekten erbaut. Heute sind im Palast mehrere interessante Museen zur Geschichte von Lopburi untergebracht. Der Grieche Konstantin Falkon brachte es sogar bis zum Premierminister am Hof von König Narai. Die drei heiligen Pranks starteten ihre Karriere als Hindu-Tempel, der dann unter den Khmer zum Buddhismus konvertierte. Die eigentliche Attraktion sind aber die Affenhorden, die das Tempelareal bevölkern. Die Langschwarzmakaken oder Javana-Affen können dabei auch ziemlich aufdringlich werden. Am nächsten Morgen ging dann vor meinem Hotelzimmer richtig die Post ab. Dann geht meine Reise in der dritten Klasse 260 Kilometer weiter nach Norden, nach Pisanolo. Die Wurzeln der 73.000 Einwohner zählenden Stadt reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Wat Yai mit seinem teilweise vergoldeten Prang wurde vermutlich 1357 gegründet, aber erst 1482 fertiggestellt. Die vergoldete Bronzestatue gilt als eine der wichtigsten Buddha-Darstellungen Thailands. Als nächstes besuche ich Wat Ratchaburana, der auch dem verheerenden Feuer von 1957 entkam, das den Großteil der Stadt verwüstete. Bemerkenswert sind hier die 700 Jahre alte Buddha-Figur und die schönen Wandmalereien. Mit dem Bus fahre ich ins 60 Kilometer weiter westlich gelegene Sukhothai. Ich wohne in Neu-Sukhothai in einem einfachen Bungalow von The Garden House. Ohne Klimaanlage kostet der Bungalow mit Dusche und WC knapp 9 Euro. Der Sukhothai Historical Park liegt 12 Kilometer westlich von Neu-Sukhothai. Obwohl historisch nicht ganz korrekt, wird Sukhothai oft als das erste Königreich von Thailand bezeichnet.
Das goldene Zeitalter der Stadt dauerte von 1238 bis 1376. Dann zerfiel das Reich zunehmends und wurde schließlich Ayutthaya einverleibt. Der im 13. Jahrhundert fertiggestellte Wat Mahathat ist die größte Klosteranlage in Sukhothai. Der aus dem 12. Jahrhundert stammende Wat Sri Sawai wurde ursprünglich von den Khmer als Hindu-Tempel erbaut. Der vom zelonesischen Stil beeinflusste Wat Sri Sawai liegt malerisch auf einer Insel im See. Der Sockel des im 14. Jahrhundert erbauten Wat Sorasak wird von Elefanten umgeben. Der massige Montop in der Mitte von Wat Sri Chum wurde im 14. Jahrhundert erbaut. Das Innere des 32 x 15 Meter messenden Quaders wird fast vollständig von einer Buddha-Statue eingenommen. Mit 11 x 15 Meter ist die sitzende Figur die größte Buddha-Statue in Sukhothai. Nach so viel Kultur fahre ich wieder zurück nach Neu-Sukhothai, wo am Abend ein Nachtmarkt stattfindet. Am nächsten Tag fahre ich mit dem Bus ins 80 Kilometer südwestlich gelegene Kampeng Phet. Das 1347 gegründete Kampeng Phet war die westliche Grenzstadt des Sukhothai-Reichs. Etwas außerhalb der Stadt stehen in einem Wald verschiedene kleine Tempel wie der Wat Singha. Am höchsten Punkt befindet sich der mit 68 Elefantenstatuen dekorierte Wat Changrob. Highlight des Wat Brasri Aryabhat ist die gut erhaltene Buddha-Figur im klassischen Sukhothai-Stil. Innerhalb der Stadtmauern liegt der Wat Prakheo, die größte Tempelanlage von Kampeng Phet. Zum Sonnenuntergang sitze ich mich dann auf eine Insel im Ping-Fluss. Von Kampeng Phet fahre ich 340 Kilometer durch die Berge nach Umpang. Die 170 Kilometer Bergstrecke von Mesot nach Umpang sind in Thailand als Death Highway bekannt. Umpang ist Ausgangspunkt für einen Besuch des Thilosu-Wasserfalls, der vorzugsweise im Rahmen einer dreitägigen Rafting- und Trekkingtour besucht wird. Man kann den Wasserfall aber auch auf der Straße erreichen, wofür man ein rund 70 Euro teures Taxi mieten muss. Da sich keine Touristen finden, mit denen ich die Kosten teilen könnte, mache ich stattdessen eine Wanderung zu heißen Quellen. Zuerst führt der Weg durch Felder mit Bananen- und Kautschukplantagen. Dann löst sich der unbeschilderte Weg zunehmend auf. Selbst in der Trockenzeit sind noch kleine Bäche zu durchqueren, an denen sich unzählige Schmetterlinge wohlfühlen. Tief unten kommt der Meklong ins Blickfeld. Oberhalb des Flusses ragen beeindruckende Felswände in die Höhe. Nach einem letzten Abstieg erreiche ich die rund 35 Grad warmen Thermalquellen. Ich setze mich noch etwas an den Fluss, bevor ich den 7 Kilometer langen Rückweg in Angriff nehme. Am nächsten Tag starte ich zur fast 1000 Kilometer langen Reise von der burmesischen zur kambodschanischen Grenze. Der Nachtbus bringt mich relativ komfortabel in 14 Stunden von Mesot nach Trat. Wie vor 5 Jahren wohne ich wieder im familiären James Guesthouse. Eine ältere Chinesin vermietet hier ein paar einfache Zimmer. Am späten Nachmittag besuche ich den 2 Kilometer außerhalb gelegenen Wat Pupparam. Der Mitte des 16. Jahrhunderts erbaute hölzerne Vihan zählt zu den ältesten in Thailand. Zum Sonnenuntergang suche ich mir dann einen ruhigen Platz am See.
Gut 1,5 Stunden braucht die Fähre vom Anleger in Lemsok nach Kokut. Das 25 Kilometer lange und 12 Kilometer breite Eiland ist die viertgrößte Insel in Thailand. Da strandnähere Unterkünfte ausgebucht sind, wohne ich im Piti Guesthouse, ca. 1 Kilometer landeinwärts. Am nächsten Morgen erwartet mich etwas, mit dem ich auf der Insel überhaupt nicht gerechnet habe. Regen. So nutze ich das trübe Wetter zu einem Besuch beim Klong Chau Wasserfall. Durch das feuchte Wetter führt er auch in der Trockenzeit ausreichend Wasser. Und auch die Schmetterlinge scheinen sich in dem feuchtschwülen Klima wohlzufühlen. Dann folge ich dem Klong Chau noch circa 1 Kilometer flussaufwärts. Am Nachmittag kommt dann schon wieder die Sonne heraus, sodass ich am rund 600 Meter langen Hauptstrand der Insel baden gehe. Am nächsten Tag besuche ich den 3 Kilometer nördlich gelegenen Strand beim Ao Noi Resort. Schnellboote verkehren zwischen den Inseln zwischen Kokut und Koh Chang. Am Tag darauf besuche ich den 2 Kilometer südlich gelegenen Strand beim S Beach Resort. Am Abend geht die Sonne wieder farbenprächtig über den Klong Chau Strand unter. Am nächsten Tag folge ich dem ziemlich überwachsenen Nature Trail hinter meinem Guesthouse nach Südwesten. Ich bin nicht der Einzige, der an diesem Vormittag unterwegs ist. Der Kaururup erinnert an 3 geparkte Kriegsschiffe. Am höchsten Punkt steht ein kleiner Schrein mit der Statue von Prinz Tia, der als Vater der königlich-thailändischen Marine betrachtet wird. Die Zufahrtsstraße von Nham Ko führt durch eine Kautschukplantage. Nach 5 bis 6 Jahren kann ein Gummibaum das erste Mal angezapft werden. Der milchige Kautschuksaft wird mit einer Schale abgefangen und dann zu dünnen, fladenartigen Matten verarbeitet. Nach insgesamt 6 Kilometer Fußmarsch erreiche ich den Ao Klong Hin. Auf einem kleinen Fußpfad geht es um eine Felsnase weiter zum rund 300 Meter langen Ao Chak. Pünktlich zum Sonnenuntergang bin ich wieder zurück an meinem Hausstrand, dem Ao Klong Chau. Am nächsten Tag gehe ich zum 5 Kilometer südlich gelegenen Ao Thak Yan. Nach einer Woche auf Kokut fahre ich wieder zurück aufs Festland nach Trat. Von Ban Ao Salat fährt die Kokut Princess in 1,5 Stunden zum Anleger in Lemsok. Mit dem Bus geht es dann in 5 Stunden von Trat direkt zum Flughafen in Bangkok. Von dort bringt mich Oman Air in einer langen Nacht wieder zurück nach München.